Oh shit, warum tust du sowas? Ich dachte, er kommt erst in der nächsten Mission. God damn, Claire. Scheiß Schlampe. Genau, scheiß Schlampe. Bitch. Wir haben ein Problem. Ja. Mehrere auf uns zukommende Probleme. Naja, ich habe alles ganz gut weggesprengt, würde ich mal behaupten. Alter, mich der alte Beltway. Der alte Beltway. Weg. What the Beltway? What the Beltway? Oben Spezialeinheiten, die machen eher Terror. Oh, komm schon. Yep. Hat's mich gerade aus den Socken gehauen. Alter, ich hasse es, dass du irgendwie in der Kiste jetzt hängst und ich dich nicht holen kann. Ich bin tot. Verdammte Scheiße. Das nervt. Immerhin Checkpoint. Wow. Immerhin Checkpoint. Kümmer dich mal um die Spezialeinheiten, ich mach die Zombies. Wo sind die denn eigentlich? Oben, ich hab die oben auf dem Geländer. Ist doch Claire da oben. Die kommen gleich, ja, aber die kommen gleich. Die kommen gleich. Ja. Ich hab gut alle Zombies hier geknuspert. Ah, hier. Jetzt kommen sie hier. Ja, ich hab. Sie sehen gerade. Point blank shooting, Alter. Das ist so weird mit dem Laser. Einer ist down. Andere hat ein Heady abgekriegt gerade. Ich hol mir den. Yo, ist down. Geht da down. Aber direkt gefressen. So sieht's nämlich aus. Der down. Das hat er verdient. Das hat er verdient. Portende Zombies? Arschloch ist, der. Da weine ich auch nicht hinterher, wenn sein Daumen fällt, wenn ihm leibe gefressen wird. Das sind dann die Momente, in denen ich anfange zu lachen. Wenn es um Spezialeinheiten geht, weil die sind ganz schöne Dicks. Oh, wer? Ach, da ist noch einer. Oh, es sind hier viele Minen. Was, komm. Anstatt dich umzudrehen, wie ein Billardkühl, Mann, über die Schulter rüber, komm schon. Okay, hier sind noch richtig viele, sehe ich gerade. Ja, ich hab's auch gerade gemerkt. Rechts irgendwo stehen noch ein paar. Okay, verfolge Claire Redfield. Scheiß auf Claire Redfield. Auf dem Bauch, oder? Unter anderem. Oh, Bad Boy Barbecue da hinten. What the fuck? Ah, Mist, du bist direkt vor mich gelaufen. Shit. Ich hab mich nicht bewegt. Ich versuch's. Hab dich. Ich hab gerade angekotzt. Frechheit. Es war French Kissing. French Kissing, Alter. Was ich extrem bescheuert finde, ist, dass du wirklich die erste Hilfesbrace verlierst, wenn du down gehst. Das ist richtig dämlich. Warum? Selbst wenn sie hinfallen würden, könntest du dich wieder einsammeln? Keine Ahnung. Raccoon City. Die Fragen des Spiels. Raccoon City. Warum ist es so? Ach, Raccoon City. Frag mich. Oh, nice. Antivirenspray. Sind wir mit? Warum ist Chris Redfield, der Dünne aus Prison Break, Raccoon City? Raccoon City. Keiner weiß es. Keiner weiß es? Nein. Capcom selber weiß es nicht. What the fuck? Sorry. Ich bin fast tot. Ich find's halt auch so krass, dass das, selbst wenn wir uns gegenseitig Damage machen können, schön und gut, aber das ist nicht irgendwie dann, keine Ahnung, 30% von dem Schaden, das es eigentlich machen würde. Nee, es ist doppelt so viel. Nee, es ist halt einfach mindestens bei 100%. Gute Kraut. Scheiße, da war Kraut links. Egal, Checkpoint. Die hat echt Aggressionsprobleme, ne? Irgendwie schon ein bisschen. Ich frage mich auch, wie die durchlaufen konnte, ohne dass irgendwas passiert ist gerade eben. Das weiß niemand. Raccoon, das liegt in der Familie City. Redfield. Na, das ist ja so ein Redfield-Ding. Ist so ein Redfield-Teil, meinst du? Kümmert euch um Leon und okay. Er muss hier irgendwo sein. Oh, der war schön. War wunderschön. What, ich stolper? Ah, komm schon. Da ist da wunderbar, okay. Spezialeinheiten. Oh. Aber Spezialeinheiten. Und Folie eingepackt. Oh, komm schon, Mann. Guck mal hier, hängt an seiner Schulter. Oh, der Headshot, der war schön. Guck mal. Klick. Ja, bam! Aber überlebt es. Brasch! Was ist mit dir los? Unfreundlich. Ich hab keine Ahnung. Plötzlich hatte ich keine Beine mehr. Da ist er. Und plötzlich war alles Raccoon City. Okay, brechen Sie die Linien der Spezialeinheit? Nicht. Welche Linien eigentlich? Ich hab keine Ahnung. Linienbrecher? Sind Linien? Ich sehe keine Linien. Hardcore-Linien? Oh, 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 oh. Fuck, okay. Ja, Leon, ich schieße dir ins Gesicht, das weißt du. Hopp.
Kann man eigentlich Leon hier? Hier kommt ein bisschen was in unsere Richtung. Oh, bei dir ist ein Roter. Merkst grad, ein hungriger Roter. Genug, ich rette dich mit einer Sprengung. Alter, keine Arme, aber ein Hunger wie ein großer. Ich rette dich mit einer Sprengung. Na, doch funktioniert's. Hier, sag Gulasch. Jemals. Das war eine kontrollierte Sprengung. Niemals jemand, by the way. Nicht niemals jemals. Macht keinen Sinn. Kann ich Leon ins Gesicht schießen oder macht's keinen Sinn? Achtung, du bist fast tot. Ich merk's grad. Und infiziert. Bist du infiziert? Nee, du. Ah, das galt noch für mich, okay. Da liegt er. Oh, ich bin infiziert. Ah, shit. Bin ich infiziert? Ich hab ein Spray. Ich fühle mich stärker. Hallo. Da drüben ist Munition, ne? Ich hab gehört, du fühlst dich stärker mit dem Virus in dir. Ist irgendwie weird. Der gute alte Virus. Jetzt, wenn es dir gefallen würde. Oh, ich bin fast am Sack. Oh nein, kommen mir viele Spezialeinheiten. Fuck, okay. Oh mein Gott! Lass erstmal die Spezialeinheiten gegen die Zombies ringen. Die sollen ruhig ein bisschen was machen. Ja. Also ich geh zuallererst nur auf Spezialeinheiten. Scheiße, die Zombies. Ich bin tot. Okay, wo liegst du denn? Na vorne, ja, vorne irgendwie. So ganz, ganz unpraktisch. Ich probier's. Yep. Renn nach hinten. Plötzlich, wo gehen die Zombies hin? Gibt's da einen Ort, von dem ich nicht weiß? Schießt auf Zombies, plötzlich sind sie weg. Zombie-Halla. Die haben eine Portal-Gun. Ey, wie viele roten... Sag keiner Bescheid. ...fetten Typen. Ich weiß auch nicht. Skrulls Nets sind heftig unterwegs heute. Oh, die Zombie... Oh, fuck. Von hinten schon wieder. Zombonis, Mann. Ich bin Wissenschaftler. Du bist Wissenschaftler? Nein. Hat ja eine eben gesagt. Hey, ich bin Wissenschaftler. Das ist schön. Ich beltwaye mich dadurch. Ich kann ja versuchen, die Zombies mit dem Zeugnis zu erschlagen. Wir haben Diplom, Mann. Ein gerolltes Diplom. Fuck. Oh shit, bin down. Ja, was ist denn gesquished wieder, Mann? Sandwich mit dir spielen. No. Oh no! Oh, come on! Ow, also, da konnte ich nichts machen. Das war eben. Belgisches Dippen. Da ist der. Regierungsgruppen. Okay, wir hatten einen Checkpoint, wie es scheint. Immerhin, ja. Direkt hier vorne wenigstens. Mehr Spezialeinheiten nähern sich euch, um die Überlebenden. So langsam werden sie humaner. Das am Anfang war schon ganz schön Bullshit, aber. Jetzt merken sie, okay, lass mal nicht ganz so heftig in den Arsch wecken. Ich hau jetzt hier gerade alles raus, was ich hab. Ich auch, macht keinen Sinn, ich geh wieder down. Was zur Hölle? Und jetzt töte mich da hinten, damit ich neue Granaten bekomme. Wo bist du denn? Am Spawn. Ah, okay. That's the way. Schnell. Gut. Na. Komm schon. Okay, jetzt renne ich wieder los und werf alles raus. Hau rein. Ja, ich schieße Leon ein bisschen ins Gesicht. Ich bin down, shit. Diesmal ein bisschen weiter vorne. Okay. Aber ich habe gut was weggebrannt. Wunderbar. Kann ich hinfallen? Könntest du mir das Kraut mitnehmen, Frau? Dankeschön. Was zur Hölle? Boah, Vorsicht! Boah, Alter, das ist. Okay. Nee. Keine Chance. Wir sollten nicht so weit vorrennen. Ja, ich will ja auch wieder zurück, aber... der Weg zurück ist... Da ist der! Der letzte Backstreet Boy. Mehr Spezialeinheiten nähern sich euch, um die Überlebenden zu evakuieren. Ich hab Leon immer mehr in NSYNC gesehen irgendwie. Ah, ich weiß nicht. Er hat in beide gepasst. Das sieht doch aus wie eine Karte, oder? Ja, das stimmt auch wieder. Übernehme die Tür auf. Nicht Leon töten. Nicht Leon töten? Warum ja, nicht? Da kriegen wir doch das Leon-Ende. Ah, oh, fuck. Töte die Spezialeinheiten. Dann sollte ich ihm nicht ins Gesicht schießen. Wäre gut. Was zum Teufel soll das? Was haben wir denn hier? Okay, ich werfe hier mal ein paar Nades rüber. War, glaube ich, nicht so ganz schlecht, die eine. Oh, der
wow, 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 wow. Die Roten sind mies. Die scheiß Roten. Alter, ja, Mann, die Roten sind heftig. Die kennen auch keine Gnade, Mann. Die bringen immer Hunger mit. Oh, shit. Alter, Bertha, was zur Hölle? So breite Hüften hast du auch nicht. Blocken, jetzt haben wir eigentlich hier dieses. Ich bin infiziert! Spray nochmal vielleicht. Ich glaube, ich gehe down. Schade. Ich weiß nicht, was der Zombie ist. Ich sprenge mich. Du sprengst dich. Ich bin Zombie. Ist gerade. Bin Zombie. Alter. Du bist halt auch ein Buffer-Zombie. Das macht's halt gerade nicht besser. Ich bin ultra buff. Alter, geh noch down, Mann. Ich bin ultra buff unterwegs. Was ist los bei dir, Mann? Stirb doch einfach. Wenn dich drum bittet, dann stirbt. Oh, ich bin auch infiziert. Okay, du sollst alles mir ins Gesicht schießen. Warte, komm mal zu mir. Schnell. Hallo. No, ich wurde gebirtert. Ultra gebirtert. Was ist bei dir los? Oh, wow. Bertha, das ist nicht in Ordnung. Was du da gerade gemacht hast. Okay, Bertha ist da. Ich bin am mutieren. Boah, von dir ist nur noch Brei übrig. Ich kratze es zusammen, tüte es ein und schick's ins Labor. Keine Ahnung, pack's auf eine Eiswaffel oder so. Hab Spaß. Hier drüben ist Antivirus. Nice. Wie viele super Spezialeinheiten haben wir eigentlich noch? Oh, Alter, genug, was zur Hölle? Genug. Einfach mal genug. Alter, what the shit? Oh. Meine Dinger haben gut was gezimmert. Meine Dinger haben gut was. Deine Badoinkadoinks. Meine Bedums. Badoinkadoinks, Mann, wie ich sie fliegen sehe. Ich habe auch wieder zwei Badoinkadoinks. Bitteschön. Gott, ich geh down. Oh. Beltway Barbecue, ich bin fast down. Töte mich mal. So. Mach mal bei mir auch, komm. Besser ist es, oder? Zombies. Ja, kollegiale Hinrichtung. Es ist halt echt. Ja, das muss man machen. Das muss man einfach machen. Muss man manchmal einfach machen. Und ich glaube, mach's bei Voreis auch mal ganz kurz. Ist auch schon so ultra angeschlagen. Du wirst mir danken, wenn der Schmerz nachlässt. Ja. Oh, da sammeln sich gerade irgendwie aus irgendeinem Grund ganz viele Zombies. Ich meine, es zieht eine Weile schon ganz schön so. Fuck. Ich find's also geil, wie der Kollege auch keinen Helm an hat da drüben. Aber der frisst die Kugeln. Der frisst es. Völlig egal. Nimmt sie mit seinem Kiefer. Ich glaube, da kommt noch eine Zombie-Welle. Ja. 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 Naja, Speckwelle halt. Da kommt noch mal eine kräftige Zombie-Welle. Was? Ach, Bertha, komm schon. Hast du wieder anhusten lassen in der Bahn? Oh, vier Augen aber auch. Schon wieder? Ja. Ey, wie kriegen die Ladies das immer hin? Ich habe vier Augen. Okay, Bertha ist irgendwo da vorne. Die, sagen wir so, wenn sie mutiert, dann wird sie schon zurückkommen. Das aber es schon ist, glaube ich, jetzt schon deutlich weniger. Kann das sein? Ja, wir können schon ein bisschen weiter vor, glaube ich. Jawoll. Aber die werfen Granaten. Mehr. Oh mein Gott, da hinten ist auf einmal eine ganze Ladung gespawnt. Aus dem Nichts. Alter, what the shit. Ey, ich glaube, ich renne jetzt durch. Okay, ich muss abhauen. Ich renne jetzt da durch. Sie machen gerade Gangbang mit mir. Aber der Heftige. Ich renne da jetzt durch, ja? Keiner von der spaßigen Sorte. Ich bin gestolpert! Da ist eine Leiter! Nimm die Leiter! Müssen wir die Leiter hoch? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Puh. Wo ist das kleine Mädchen? Claire! Nimm Sherry! Verschwindet von hier! Leon, nein! Bring mir das Birkin-Mädchen! Sonst lassen wir uns viel Zeit mit dem Kopf! Los! Okay, wir kommen! Tut ihm nichts! Beeilt euch! Warum macht ihr das? Für Umbrella? Für Geld? Was springt dabei für euch raus, hä? Beschützen, oder? Auf jeden Fall, Mann. Der coole Leon, Mann. Kann nichts dafür. Das ist ein dummer Tag für ihn. Ganz schlechter Dienstag. Ganz, ganz schlechter Mittwoch, dachte ich. Haben wir nicht Mittwoch? Ist jetzt schon mittlerweile Mittwoch, weil es war ja irgendwie so ziemlich spät nachts. Ich glaube, wir sind schon im Mittwoch dran. Auf jeden Fall kein guter Tag.
kein guter Dientwoch. Der irgendwo Mitte der Woche da. Kennst du ja. Oh, nice. Schweres MG. Fuck, brauch mal mit. Boah, und hier werde ich direkt schon gebissen. Oh, fuck. Alter, das schwere MG. Berste der Nil so durch. Was ist da los? Okay, Showdown mit den alten Kollegen. Scheiße, alles klar, ich bin infiziert. Da reicht es nicht einfach in der Kantine auf den Tisch zu scheißen, wenn du fertig bist. Man muss einen Shootout in irgendeiner Halle machen. Klar. Ganz klar. So kündigt man bei Umbrella. Shootout in der Halle. Wer schießt denn auf mich? Müssen wir die alle töten? Warte mal, jetzt müssen wir... Was? Wie? Wörter und Wörter korruptiert? Ah ja, die Kollegen meinen die. Und die hatten keine Lust mehr. Ja, die hatten keinen Bock, Mann. Die dachten sich, nee, fick Leon, da stimme ich voll nicht zu. Ich habe gerade Moment, aber Kinder gesucht. Und dann erschlägt mich Börter von hinten, Mann. Hinterrücks die Bitch. Ich will dich, aber ich kann dich nicht nehmen. Ah, ich hasse dieses Wiederbelebenssystem. Es ist furchtbar. Es ist furchtbar, ja. Es ist vom Prinzip genau das gleiche wie in jedem verschissenen Jetzt Sport. Nimm ihn doch! Oh Gott! Wo? Ich kann dich nicht wiederbeleben. Dauernd ist irgendwas im Weg. Das Beste ist, ich sehe mich nicht mal. Ich bin infiziert. Erledigen wir unseren Job. Ach, komm schon. Okay, lass mal Wörter und Voreis erschießen. Alles klar, wir kriegen nochmal eine Entscheidungswahl. Wo ist das kleine Mädchen? Claire! Nimm Sherry! Verschwindet von hier! Leon, nein! Bring mir das Birkin-Mädchen! Sonst lassen wir uns viel Zeit mit dem Kopf. Los! Okay, wir kommen. Tut ihm nichts. Beeilt euch. Warum macht ihr das? Für Umbrella? Für Geld? Was springt dabei für euch raus, hä? Besserer Haarschnitt. Das ist scheiße, ja. Bessere Haarschnitt. Ich hoffe noch ein bisschen anderen Scheiß. Ansonsten dropkick ich ein Baby. Besiege ihre ehemaligen Kameraden, natürlich. So sieht's aus. Wie hält er denn die Pumpgun? Keine Ahnung. Hast du keine Arme? What the fuck, der ist Rayman. Okay. Der hält's wie eine Pistole. Hat Leon nicht sogar streng genommen den gleichen Haarschnitt wie Rayman? Ein bisschen schon, ja. Ein bisschen Rayman hat er. Aber sind wir nicht alle ein bisschen Rayman? Verhandeln? Handeln mit wem? Keine Ahnung. Noch ein Bazar. Granaten, hier. Ich spreng sie. Okay, wo sind denn unsere alten Kollegen? Hier drüben. Bin schon dran. Vergiss nicht, die können sich beide heilen. Ah, oh, shit, ja. Yeah. Die haben tolle Kollegen ausgewählt. Hey, übel, Mann. Ja, da komm schon. Ich mochte dich eigentlich immer. Und Voreis war halt auch dabei. Aber ja, Voreis, ja, ist halt eine andere Geschichte. Die war auch da, aber... Die war auch dabei, ja. Alter, ich mochte dich. Guck mal, wie sie die Abo-Box, Mann, diese Humble. Oh, nice. Beide? Hab ich gedoublekillt? Nee, die leben ja immer noch. Mann. Ey, damals bei uns habt ihr nicht so viel ausgehalten. Warum... Ihr habt nur so getan, als wärt ihr scheiße. Ne Scheiß, Mann. Bin fast tot. Bin fast tot. Ist auch gleich. Die hält's nicht mehr aus mit meinem Charme. Und all den Kugeln. Stirb, Frau. Ich komm gleich mit Rasenmäher, ich schwör's dir. Da klebt was an ihr. Ich merk's gerade, ich hau lieber ab. Ich muss. Jetzt aber, okay. Perfekt. Aufstehen, kommt her. Bewegung! Delta Team, euer Status. Die Ziele sind in Gewahrsam. Schaltet sie aus und bringt uns das Kind. Das können wir tun. Aber erst handeln wir einen Deal aus. Was soll dieses Geschwätz? Ihr habt uns im Stich gelassen. Im Kampf gegen eure BOWs. Wir wollen sofort die dreifache Summe und einen Evakuierungshelikopter. Ihr seid wohl übergeschnappt. Wir verhandeln nicht mit euch. Beendet eure Mission! Beendet sie doch selbst. Unser Vertrag mit Umbrella ist hiermit gekündigt. Dann werdet ihr mit Raccoon City untergehen. Das Risiko gehen wir ein. Warum habt ihr uns nicht erledigt? Ihr wart nicht die erhoffte Unterstützung.
Umbrella ist jetzt der Feind. Stoßen wir ihnen den Dolch ins Herz. Was ist mit Cherry? Behaltet sie. Wir haben andere Pläne. Wenn wir aus dieser Stadt hier rauskommen, werden wir Umbrella von innen heraus auseinandernehmen. Klare Ansage, ha? Huh? Ja, ernste Worte. Wir werden einen Schrumpflaser finden und dann in sie reingehen. Moment, wir sind durch? Was? Das war die letzte Mission? Wie jetzt? Echt? Das war der Showdown. Das war's? Wir haben zwei Frauen ins Gesicht geschossen. Kam da nicht noch irgendwie ein bisschen mehr, oder? Okay. Na gut. Das war Resident Evil Operation Raccoon City. Raccoon City. Und es war dann irgendwie kürzer, als ich erwartet. Ich habe echt in Erinnerung gehabt, da kommt noch was. Aber okay, ich beschwere mich nicht. Ich dachte, da würde jetzt noch irgendeine krasse Mission kommen. Absolut nicht. Ja, gut. Trotzdem natürlich vielen Dank fürs Zuschauen. Es hat Spaß gemacht. Also ich fand das Spiel jetzt nicht schlecht. Es hat Spaß gemacht. Stellenweise ein bisschen arschig gewesen, muss ich sagen. Gerade so jetzt hier die Mission am Anfang mit den Checkpoints. Aber im Großen und Ganzen auf jeden Fall nicht so schlecht, wie alle immer sagen. Also es ist schon ein bisschen übertrieben zu sagen, das ist ultra behindert. Und kannst du nicht spielen. Man kann es schon spielen. Es ist halt nur kein gutes Resident Evil Spiel. Also so als Koop-Shooter, wenn ihr mit Freunden das spielt, macht schon Laune. Auf jeden Fall mit vier Leuten definitiv eine Sache, die man sich anschaut. Und es hat auch einen ziemlich geilen Multiplayer. Der noch ultra aktiv ist. Ja, also wenn ihr unbedingt jetzt noch irgendwie den Multiplayer ausprobieren wollt, da sind könnt noch ihr sehr, machen. Sehr viele Leute, Mann. Also wie gesagt, ich war, glaube ich, einmal 10 Minuten drin und mich haben 3 Leute geaddet. Also das stimmt. Was. Und mich schreiben geht Leute an, komm mal hier spielen. Also die Community will sofort mit euch spielen. Auf jeden Fall, dafür habe ich bei Leute. Keinem Spiel in dem Alter erlebt, dass sofort irgendwie Leute sagen, boah, neuer, guck mal da drüben. Ganz ehrlich, ich habe nicht mehr erwartet, dass überhaupt noch jemand das Spiel online spielt, aber falsch gedacht, da geht noch einiges. Nee, das hat schon eine relativ krasse Fangemeinde, das wusste ich. Also ich wusste, dass da irgendwie so ein kleines Lager sich abgespalten hat und hat gesagt, Raccoon City ist eigentlich der Shit. Das ist eigentlich das geilste Spiel aller Zeiten, Mann. Wir müssen dieses Spiel spielen, Tag und Nacht, so sieht's aus. Ja, die spielen das auch wirklich Tag und Nacht, die Leute. Ich meine, es gibt für jedes Spiel Hardcore-Leute, sogar für die Ältesten. Und da gibt es auf jeden Fall noch eine bisschen größere Community. Und ja, wie gesagt, testet's mal, ist nicht mehr so wirklich teuer. Die PC-Version funktioniert auch noch online. Also da haben wir auch lange dran gezweifelt. Aber Games for Windows Live hält zumindest noch so einigermaßen durch, dass es zocken könnt im Koop. Und das Coole ist, ihr müsst wirklich gar nichts irgendwie modifizieren, verändern oder irgendwelche Fremdprogramme da runterladen. Es läuft. Gar nicht, geht. So wie es sein soll einfach. Ja, das ist eigentlich schon ganz cool. Also hätte ich auch nicht mit gerechnet. Wir wollten es spielen erst und dachten, ah shit, Games for Windows Live, das geht bestimmt nicht mehr. Dann haben wir gedacht, das haben wir hier ist 3-Version. Ja, wir haben wirklich gedacht, ah shit, das geht nicht. Aber dann ohne Probleme. Kein Problem, Mann. Und wir haben hier die Steam-Version. Fast schon zu smooth, aber okay. Ja, wir haben hier die Steam-Version. Sagt hier jemand, jagen wir was in die Luft? Ich glaube ja, Beltway, wahrscheinlich Beltway. Guck mal, ich kann auch irgendwas auswählen. Hörst du das? Nee. Oh ja, ich aber auch. Kein Scheiß. Ja. What? Keine Ahnung. Wie auch immer. Raccoon City. Raccoon City. Ich bin jetzt hier in Mission abgeschlossen. Dito, Rang B. Rang A habe ich bekommen. SDSB. Nice. SDSB. Ich habe auch SDSB. Warum habe ich dann... Ich weiß nicht. Rang. Raccoon City. Raccoon City. Das sind Fragen, die wir nie wieder beantworten können. Aber okay. Okay, ich habe aber auch deutlich mehr Kills. Gemacht. Die Granaten zimmern alles weg. Ja, gut, okay. Vielleicht liegt es daran. Das könnte natürlich auch sein. Aber die Menge der Kills. Die buffen Nades. Ja, das war's. Das war's. Das war's wirklich. Auf krass. Jeden Fall. Okay, das war Operation Raccoon City. Wir dachten eigentlich, es wären 2 Missionen noch oder sowas, ne? Ich bin erstaunt und schockiert, aber irgendwie auch erfreut. Keine Ahnung. Ihr könnt jetzt noch bewerten und ein neues Let's Play schon in Planung. Das kommt dann nächste Woche. Ja, schau mal. Wahrscheinlich. Auf jeden Fall in absehbarer Zeit geht's direkt weiter mit dem nächsten Spiel. Freut euch drauf. Viel es gibt Blut, Zombies. Gedärme. Ja, Gedärme, Blut. Extrem viele Waffen, Open World, Zombies. Wir bleiben unserer Linie treu, also von dem her. Da ist alles drin. Ihr dürft so euch freuen. So sieht's aus. Also bis zum nächsten Mal. Danke für die Unterstützung und fürs Zusehen und tschüss. Haut rein.